Hallo alle und herzlich willkommen zur Stellaris-Runde. Und hier seht ihr jetzt einen weiteren Part aus der großen Stellaris-Runde. Wenn ihr mal Bock habt, dran teilzunehmen, dann gerne einmal in die Beschreibung klicken und einmal auf den Discord mitkommen. Ich würde ganz gerne häufiger eine Stellaris veranstalten wollen. Bis dahin, viel Spaß! Dadurch mehr Legierungen zu generieren, als du ursprünglich da reingesteckt hast. Gut, das ist of course ein Exploit, aber das es ändert ja nicht viel, weil die aktuelle Meta ist ja trotzdem, dass du teilweise Schiffe bauen kannst mit bis zu 95% Upkeep Downgrade, wo du halt einfach gar nichts kosten, wo du 100 Schiffe hast und du bezahlst halt 5 monatliche Legierungen oder sowas. Upkeep ist eine Sache. Sie haben zum Glück geschafft, die Kostenreduktion ein bisschen einzudämmen. Vor allem vor dem Habitat-Rework war es möglich, eine Zivilisation mit Habitaten zu spielen, wo du in einem System sehr, sehr viele Habitate hast, dort jeweils auf jedem Habitat einen eigenen Gouverneur drauf mit Schiffsbaukostenreduktion. Und dann findest du sehr schnell raus, dass Schiffsbaukostenreduktion bei 80 oder 90% capped. Und dann kannst du eine 10.000 Legierungen werte Flotte für 1.000 Legierungen bauen. Ja, okay. Check. Initial colonization. Es geht nicht mehr, weil sie haben da ein paar Sachen rumgeschoben. Also da hat Paradox dann tatsächlich relativ schnell drauf geantwortet. Ja, das mit den Habitaten wäre generell ein Problem. Ja. So, jetzt muss ich mal wieder einen Bauplatz irgendwo herkriegen. Oder zwei. Oder drei. Nee, verkaufen. Ist gut. Verkaufen. Ja. Research concluded. Situation log updated. Research concluded. Thank you.
Sag mal, du. Ja, bitte. Wie groß ist dein Gebiet eigentlich? What the fuck? Oh, ich hab nachdem er jetzt sein. Ja, nachdem er sein Basein integriert hat, er ihn ein bisschen größer geworden. Ja, hat mich ein bisschen größer gemacht, ja. Research concluded. Bisschen gewachsen. Ja, ist nur minimal. Nur ein kleines bisschen. Ja, nur ein bisschen. Andere haben ja auch schon das Gebiet hier zu erweitern. Ich muss meine Schiffsdesigns umbenennen. Schlecht. Research concluded. Research concluded. Wait, what? Andreas? Ja? Dein Versuch beleidigt Research mich. Concluded. Ich würde mal sagen, dann hast du es verdient. Oh, Rivalitäten entstehen. Du musst schon was getan haben, da, weswegen du mein Vasall meint, dich zu beleidigen zu müssen. Nein. Mal abgesehen davon, in seinem Vasallenvertrag steht unabhängige Diplomatie, was er also macht, ist ein bisschen sein Problem. Und er wird schon gute Gründe dafür gehabt haben. System Survey concluded. So. Der mag mich einfach nicht. Der ist halt streitsüchtig. Situation log. Ja, ja. Updated. Du hast bestimmt angefangen, gib's zu. Nein. Och, das ist doch. Jetzt das Nein dauert ein bisschen zu lange. Also, du siehst ja das Gebiet von deinem Vasallen. Ja, das tue ich. Ja, ich habe ihn ein bisschen eingegrenzt. Das sieht fast so aus, als müsste ich da vielleicht mein Vasallen mal zur Hilfe eilen, hä? Andreas, wir können über alles reden, weißt du? Das ging aber schnell. Ich meine, mit deiner Flotte könntest du mich 5-mal fertig machen. Ach, Quatsch. Quatsch, sagt er. Warte mal, du hast nur diese eine 2800er Flotte? Ja. Ja, mehr hat er okay, nicht. In dem Fall könnte ich dich wirklich 5-mal fertig machen. Mein Volk ist halt eher so diplomatisch aufgestellt. Dafür stellst du dich gerade nicht allzu diplomatisch an. Ja, und die Expansion von Schatten gefällt mir auch irgendwie nicht so. Construction project concluded. Wie viel Flotte hast du eigentlich mittlerweile, Andreas? Ich hänge aktuell noch auf den etwas unter 8. Warte mal, falsches Feld.
auf den etwas über 12k, die ich vorhin hatte. Oh, okay. Ich habe bisher noch nicht weiter in neue Flotte investiert, bis gerade eben. Hm. Also ich habe eine 5k Flotte jetzt. Süß. Dafür sind meine Bastionen alle auf 10k. Nur mal so aus Interesse, was für Bauteile hast du in den Bastionen verbaut? Automatisch. Okay. Auch in den Abwehrplattformen? Moment. Naja, also da auch, ja. Dann werden deine 10k dir da nicht viel mitbringen. Wieso? Autokanonen und Plasma-Acceleratoren sind da drin. Autokanonen sacken halt hart rein. Autokanonen machen sehr schön viel Schaden, sind deswegen auf Korvetten ganz okay, weil die schnell genug sind, um nah ranzufliegen. Für alles andere sind sie absoluter Müll. Selbst auf Korvetten, muss ich sagen, sind die echt bescheiden. Weil die Korvetten sterben halt schon zahlreich, bevor die überhaupt in Range sind. Das hängt von der Bauweise der Gegner ab. Ja, gut, aber wenn jetzt nicht auf Kalt. Typischerweise Korvetten, die hoch auf Ausweichen setzen, kommen nah genug an den Gegner ran, um die Autokanone einzusetzen. Autokanonen sind aber nicht Railguns, oder? Nee. Nein. Nee. Hm. Das finde ich gut. Construction project concluded. Research concluded. Raxamus, kannst du mal bitte was für mich überprüfen? Was denn? Wenn du jetzt versuchen würdest, diesen drei kleinen Reichen da wieder den Krieg zu erklären, wer steht denn da dann alles bei den Gegnern? Muss ich wahrscheinlich wieder auf Krieg erklären klicken, ne? Ah, das kann ich gar nicht gerade. Welchen drei kleinen Reichen? Diese drei kleinen, diese Mini-Föderation da, die da zwischen uns quasi eingeklemmt ist. Turret, Authority und so weiter und so fort. Genau die. Also wenn ich Turret Authority angreife, ist noch United Kenjoid Collation und Pelisim Block mit drinnen, keiner weiteren. Okay. Weil ich bin mit denen ihrer Föderation assoziiert. Ich habe mich gefragt, ob das der jetzt. Ob ich den da jetzt. Ja, assoziiert heißt ja nicht, dass du beigetreten bist. Das ist richtig. Aber nein, du bist nicht automatisch mit dem Krieg. Sehr schön, das heißt, ich kann den Assoziationsstatus beenden, Ansprüche stellen und dann selber mal drüber rutschen. Blocker clear. Ja, doch, ich brauche das. Research concluded. Du bist gut. Evaluate.
Damm. Research concluded. Construction project concluded. Council agenda available. Was ist? Ich hab außerdem was geklickt, glaube ich. Sollen wir mal schauen. Wenn dir jetzt gleich ein gefallenes Reich den Krieg erklärt, weißt du, dass es das Falsche war. Dann bin ich sowieso gleich weg. Aus der Welt gespült. Construction project concluded. Research concluded. Okay.
Mhm.